Hi, ich bin Kara aus Los Angeles. Bitte like und abonniere. Ich habe bei meiner alleinerziehenden Mom gelebt, die als Stylistin für A-Promis arbeitete. Ihre Arbeit faszinierte mich und ich wollte genau das Gleiche machen. Als ich 17 wurde, fing ich an, ihr zu assistieren. Dort traf ich auch zum ersten Mal Jake. Er arbeitete als Kulissenbauer und obwohl wir nie miteinander sprachen, fand ich ihn süß. Eines Tages war ich etwas zu früh am Set und er brauchte wohl Hilfe. Ich helf dir. Danke. Sonst wäre ich wahrscheinlich noch hingefallen. Übrigens, ich bin Jake. Ich bin Kara. Wir kamen ins Gespräch und er war wirklich süß. Wir hingen viel am Setup und fingen an, uns zu daten. Bald war es Zeit für die Schule und wir beide wurden an einer Schule in der gleichen Stadt angenommen. Und wir wollten zusammenziehen. Mom war nicht gerade begeistert, aber sie gab doch noch nach. Eine Zeit lang lief alles gut, aber schon bald begann unsere Beziehung zu bröckeln. Jake zahlte die Miete nicht mehr oder er blieb sehr lange weg. Und dann wollte er, dass ich Mom bitte, in seine Geschäftsidee zu investieren. Ich bin mir sicher, dass sie kein Problem damit hat, um die Zukunft ihrer Tochter zu sichern. Willst du nicht, dass ich weiterkomme? Natürlich will ich das. Das weißt du doch. Ich war mir nicht sicher, ob Mom damit einverstanden sein würde. Eine Woche später rief ich sie an und sie sagte mir, dass sie im Krankenhaus sei. Es ging ihr schon besser, aber ich musste sie sehen. Ich eilte nach Hause und sah, dass Jake und mein Auto weg waren. Ich versuchte ihn anzurufen, aber er ging nicht ran. Doch dann kam er nach Hause und sah aus wie ein Frack. Was ist passiert? Wo ist mein Auto? Das Auto ist weg. Ich hatte einen schlimmen Unfall. Weg? Was meinst du mit weg? Meiner Mom geht es nicht gut und ich musste sie sehen. Was soll ich jetzt tun? Ich hatte einen Unfall. Aber du interessierst dich nur für dein Auto und deine Mom. Du bist unglaublich. Aber Jake knallte mir die Tür vor der Nase zu und ging. Ich fühlte mich so schlecht. Ich beschloss, es wieder gut zu machen, indem ich die alte Rolex-Uhr meiner Mom verkaufte, um Geld fürs Geschäft zu bekommen. Es brach mir das Herz, aber ich musste es für Jake tun. Mom wurde kurz darauf entlassen, aber sie war immer noch sauer auf mich. Ich dachte, nachdem Jake das Geld bekommen hatte, würde er sich freuen. Er war ständig am Smartphone oder auf Reisen. Und wenn ich ihn fragte, zuckte er nur mit den Schultern und sagte, es sei geschäftlich. Eines Tages, als er weg war, habe ich seine Kontoauszüge überprüft und eine Überweisung von $500.000 gesehen. Was machst du da? Was ist das, Jake? Woher hast du das Geld? Ich wollte es dir schon früher sagen. Ich habe im Lotto gewonnen. Ist das nicht unglaublich? Im Lotto? Wann? Wie? Du hast mir das Geld gegeben. Ich habe die Scheine gekauft. Ich habe das Geld gewonnen, bla bla bla. Kurz gesagt, ich bin jetzt reich. Mein Herz blieb fast stehen. Ich habe extra meine Uhr verkauft. Wie kannst du nur so sein? Du hättest mich fragen müssen. Warum sollte ich das tun? Habe ich dich gebeten, dein Krempel zu verkaufen? Nein. Und hör bitte auf, so überzureagieren. Ich habe immerhin gewonnen. Was? Du bist noch dümmer, als ich dachte, wenn du denkst, dass Geld alles im Leben ist. Das ist mir egal. Hör zu, ich habe es sowieso satt, mit dir zusammen zu sein. Ich dachte, deine Mom würde mir helfen und ich könnte endlich ein gutes Leben führen. Aber wir wissen ja alle, wie das gelaufen ist. Also ich bin weg. Hier ist ein bisschen Geld für dich. Jake packte seine Sachen und zog aus, während ich völlig geschockt war. Ich konnte nicht glauben, dass ich mich in jemanden wie ihn verlieben konnte. Ich wollte Mom alles erzählen, aber das würde sie nur noch mehr stressen. Also entschied ich mich dagegen. Die nächsten Wochen waren wie im Flug vergangen. Ich konnte es immer noch nicht begreifen. Ich kam mir wie ein Schwachkopf vor. Als ich von der Schule zurückkam, war ich so verwirrt, dass ich nicht merkte, dass ich direkt in den Verkehr hineingelaufen war. Plötzlich spürte ich einen Arm, der mich zurückzog. Hey, pass besser auf. Willst du dich umbringen? Ich schaute auf und sah einen süßen Kerl. Er sah aus wie ein Engel. Oh je, es tut mir leid. Danke. Du musst sehr viel nachgedacht haben, um so abgelenkt zu sein. Ja, sowas in der Art. Lass mich das wieder gut machen. Anderes Mal vielleicht. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Er ging und ich machte mich auf den Weg. Er kam mir so vertraut vor. Am nächsten Tag beschloss ich, mich zusammenzureißen und mich auf mein Studium zu konzentrieren. Als ich in der Klasse ankam, erfuhr ich, dass wir Partner für ein Projekt zugeteilt bekommen hatten. Und mein Partner war derselbe Typ, der mich gerettet hatte. Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen würden? Ich hatte ja keine Ahnung, dass wir in der gleichen Klasse sind. Jetzt weißt du es, ich bin Noah. Noah und ich haben uns gut verstanden. Er war witzig und ich fühlte mich immer wohl bei ihm. Wir waren ein tolles Team. Und eines Tages lud er mich zu einem Date ein. Doch gerade als ich das Café erreichte, hörte ich, wie er mit jemandem telefonierte. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde das Geld für Moms OP besorgen. Als er mich sah, blieb er stehen und lächelte. Hey, du bist früh dran. Was ist passiert? Warum schaust du mich so an? Ja, sorry. Kein Problem. Lass uns gehen, ja? Noah sagte immer wieder etwas, aber ich war abgelenkt. Könnte es sein, dass er mich auch wegen des Geldes anlügt?
Aber warum sollte er das tun? Ich habe gehört, dass deine Mom Stylistin in L.A. ist. Hä? Woher weißt du das? Jeder in der Schule weiß es, sie ist berühmt. Das muss toll sein. Es war fast so, als würde ein Alarm in meinem Kopf losgehen, als ich aufstand. Noah, das war toll, aber ich muss los. Aber dein Kaffee. Später vielleicht. Ich drehte mich um und rannte so schnell ich konnte. Meine Beziehung zu Jake war eine Katastrophe und ich wollte nicht denselben Fehler wiederholen. Nach diesem Tag ging ich Noah aus dem Weg, obwohl er 1 Million Mal versuchte, mit mir zu reden. Er steckte mir sogar süße Zettel in meinen Spind, wartete in der Cafeteria auf mich und half mir bei dem Projekt, aber ich wollte nicht mit ihm reden. Und eines Tages holte er mich dann doch ein. Ich bin kein Stalker, aber es war nicht nett, wie du an dem Tag abgehauen bist. Ich brauche eine Erklärung, du bist mir eine schuldig. Ich bin dir gar nichts schuldig. Okay, okay, entspann dich. Ich kann nicht in Ruhe schlafen, bis du mir sagst, was los ist. Warum interessiert dich das überhaupt? Weil ich dich mag. Jetzt hab ich's gesagt. Ich hab dich gemocht, seit ich dich am ersten Tag in der Klasse gesehen hab. Aber du hast immer dein eigenes Ding gemacht. Ich starrte Noah an und seine Augen verrieten mir, dass er die Wahrheit sagte. Plötzlich brach ich in Tränen aus und erzählte ihm alles über Jake. Das ist ja furchtbar. Ich verstehe dich, aber du kannst nicht alle auf die gleiche Weise beurteilen. Ich brauch Geld, aber ich würde nie jemanden zum Narren halten, schon gar nicht dich. Ich weiß, aber es fällt mir schwer. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals wieder verlieben kann. Noah sah enttäuscht aus, aber ich war einfach noch nicht so weit. Wir beschlossen, Freunde zu bleiben. Aber je mehr Zeit ich in seiner Nähe verbrachte, desto mehr verliebte ich mich in ihn. Vielleicht war er anders. Eines Tages erzählte mir Noah von einer mega coolen Party außerhalb der Stadt. Die ganze Klasse war eingeladen. Ich habe mir sogar ein schickes Outfit gekauft. Aber als Noah mich abholen kam, war er hin und weg. Du siehst toll aus. Im Vergleich zu dir sehe ich wie eine schäbige Ratte aus. Die Party war ein Knaller. Ich und Noah amüsierten uns. Dann holte er uns Getränke und Sekunden später klopfte mir jemand auf die Schultern. Schön, dich hier zu sehen. Was machst du hier? Gehört dir dieser Laden? Nein, dachte ich mir. Ich habe keine Zeit für so etwas. Lass mich in Ruhe. In diesem Moment kam Noah mit unseren Getränken auf mich zu. Sorry, die Schlange war lang. Ist alles okay? Ja, ich muss los. Zerquetsch sein Herz nicht so, Kara. Glaub mir, das macht sie oft. Meine kleine Herzensbrecherin. Ich war wütend und ich schlug Jake mitten ins Gesicht. Fass mich nicht an. Du bist ein furchtbarer Mensch, Jake. Bleib weg von mir. Danach fand ich tagelang nicht die Kraft, zur Schule zu gehen. Noah rief mich an, aber ich sagte ihm, dass es mir nicht gut ging. Ich brauchte Zeit für mich. Ein Glück hat er das respektiert. Eine Woche später schaffte ich es endlich, meinen Hintern hochzukriegen. Dann klingelte es an der Tür. Mom stand vor der Tür. Mom! Ich habe einen Anruf von deiner Schule bekommen, dass du nicht auftauchst. Ich umarmte Mom und fing an zu schluchzen. Als sie sich zu mir setzte, erzählte ich ihr alles über Jake und Noah. Jake hat mir das Herz gebrochen. Und jetzt glaube ich nicht, dass ich noch einmal jemandem vertrauen kann. Tut mir leid, Mom. Oh, Schätzchen. Es muss dir nicht leid tun. Jake hat dich nicht verdient. Aber du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Mom blieb die ganze Nacht über und wir redeten. Ich fühlte mich besser und ich beschloss, endlich zur Schule zu gehen. Aber dann versperrte mir jemand den Weg. Verfolgst du mich etwa? Ja, damit du mir endlich zuhörst. Es tut mir leid, ich war ein Idiot. Bitte hör mir einfach zu, okay? Bitte. Jake erzählte mir, dass er sein ganzes Geld verspielt hatte und nichts mehr hatte. Er hatte sogar seine Kurse geschwänzt und wäre fast von der Schule geflogen. Ich weiß, du hast mir gesagt, ich solle aufpassen. Leider habe ich nicht auf dich gehört. Kara, ich brauche Geld. Das ist dein Problem. Und was fällt dir ein, mich um Geld zu bitten, nachdem du mich so betrogen hast? Du solltest dich schämen. Denk doch mal nach, Kara. Du willst dich doch nicht mit mir anlegen, oder? Mach doch, was du willst. Doch bevor ich mich bewegen konnte, griff er nach meinem Arm. Hey, was ist mit dir los? Als nächstes sah ich, wie Noah zustürmte, wo er nach seinem Arm griff und ihn wegschob. Sie hat gesagt, du sollst sie loslassen. Du schon wieder? Das ist eine Sache zwischen mir und ihr. Halt dich da raus. Hör zu, Jake. Wenn du jetzt nicht gehst, werde ich dich vom Campus schmeißen lassen und eine Anzeige wegen Stalking machen. Und du kennst doch meine Mom, oder? Sie kennt Leute, die dich für eine lange Zeit in den Knast bringen können. Hast du das verstanden? Aber wir passen doch so gut zusammen. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Du bist Geschichte und du weißt, wie sehr mich Geschichte langweilt. Geh jetzt, sonst wirst du es noch bereuen. Er wurde ganz rot und er stürmte davon. Das war aber heftig. Sorry, dass du dich schon wieder einmischen musstest. Was soll ich sagen? Ich helfe immer gerne. Noah. Ich hätte besser auf deine Gefühle achten sollen. Ich habe zugelassen, dass meine Vergangenheit meine Gegenwart bestimmt. Und ich... Psst,
Deine Vergangenheit ist mir egal. Denkst du, du kannst mir vielleicht eine Chance geben? Ich schwöre, dass ich kein Geld für Lotteriescheine ausgeben werde. Haha, sehr witzig.